Herzlich willkommen in Starfield. Ich habe ein bisschen was getan. Ich war jetzt ein bisschen unterwegs noch und habe da einige Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich hier komplett den Planeten Jameson komplett analysiert mit allen Ressourcen und habe die dann verkauft. Dann unterwegs bin ich noch auf ein Raumschiff getroffen, das ich dann geklaut hatte. Das habe ich mir dann geklaut. Und da habe ich jetzt hier noch so einen. Den habe ich dann noch ein bisschen umgebaut. Der sah hässlich aus. Der war viel länger. Den habe ich noch ein bisschen umgebastelt jetzt. Der hat noch ein stärkeres Schild, eine höhere Sprungdistanz. Allerdings sind die Waffen schlechter. Und er kann nicht so viel transportieren. Nur 200 Frachtkapazität hat das Ding. Vielleicht kann man den noch ein bisschen umrüsten. Im Moment habe ich kein Geld dafür. Allerdings habe ich den auch ein bisschen kürzer gemacht. Der war ewig lang und sah hässlich aus mit so komischen Stahltrieben. Da habe ich ein bisschen gekürzt. Und hier das Zeug da angesetzt. Der hat eine Crew von 4. Im Gegensatz zu dem hier. Der hat ja nur eine Crew von 2. Der hat auch hier einen stärkeren Reaktor drin. Sieht also so eigentlich ganz gut aus. Bis auf den Laderaum, der jetzt natürlich nicht so toll ist. Wie gesagt, ich habe da diese Scan-Ergebnisse verkauft für 500 und ein paar Credits, also viel gibt es da auch nicht dafür. Da stehen zwar Traumpreise irgendwo erstmal dran für diese Sachen, aber dann kriegt man doch nicht gescheit was an Kohle dafür. So, und dann will ich jetzt mal wieder einsteigen in den Hauptquest. Ja, das wäre jetzt hier die alte Heimat. Da habe ich jetzt hier zwischendurch auch einiges an Quests noch eingesammelt. Da gibt es dann auch einige Nachrichten dazu. Aber das machen wir dann anschließend, später mal. Ja, jetzt machen wir erstmal den Hauptquest weiter. Das ist dann hier die alte Heimat. Sprich mit Sarah. Den aktivieren wir mal. Wo steckt sie denn? Da oben ist die. Ach, schläft. Liegt hier und schläft. Schläft sich hier eins. Ei, ei, ei. Wir stehen noch am Anfang dieses Mysteriums. Und du wirst alles miterleben. Ich bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Was nehmen wir da? Ich bin ganz schön aufgeregt. Meine erste Mission. Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Verstanden. Wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. Wir müssen zum MEST, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht.
solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Verstanden. Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Sarah Morgan ist jetzt Crewmitglied, ist jetzt mein aktiver Begleiter und Vasco folgt dir nicht länger. Okay. Wir müssen mit John Tuala im Mast reden. Lass uns kurz Ausrüstung tauschen. Pack ruhig was in meine Tasche. Ja, ich gebe dir was in deine Tasche. Und zwar kriegst du einen Anzug. Einen Deep Recon Anzug. Dann kriegst du einen Rucksack. Einen Deep Recon Rucksack. Und du kriegst einen Helm. Du kriegst den Space Trucker Helm. Und zwar will ich mal gucken, wenn die das trägt, ob die das vielleicht anzieht. Ich habe nämlich gesehen, dass die bei allen Schlachten und Kämpfen, die da geschlagen werden, habe ich in anderen Videos gesehen, dass die immer in normalen Klamotten herumläuft. Das finde ich dann schon etwas seltsam. Ich habe allerdings auch schon gesehen, dass die eine Mütze getragen hat. Und vielleicht kann man der auch Ausrüstung geben, die sie dann anzieht. Muss man dann mal sehen. So. Woher wusstet ihr, dass es auf Vectera ein Artefakt gibt, kann ich sie nochmal fragen? Dafür kannst du dich bei Barrett bedanken, falls du jemals die Gelegenheit dazu bekommst. Ehrlich gesagt hat am Anfang nur er die Sache ernst genommen. Wir haben nur auf sein Drängen hin Deep Space Scans gemacht. Es war ein ziemlicher Schock, dass Barrett etwas so ernst nimmt, muss ich sagen. Tschüss. Sprich mit Sarahs Kontakt. Okay. Dann besuchen wir jetzt mal diesen Kontakt von der Sarah. Da muss ich dann dahin. Sprich mit Sarahs Kontakt. Im Geschäftsdistrikt. Ist der dort? Sarah ist immer dabei. Da oben. Mir reicht's. Vielleicht trete ich einfach der Liz bei und lass mich auf einem Boot irgendwo rein. Ist schon interessant, diese dynamische Beleuchtung. Dunkler wird, wenn man da reinläuft. Ich muss da hier hoch, ne? Ah ja, was ist er hier? Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen, womöglich UC-Bürger werden? Schauen wir mal. Vielleicht später. Erst müssen wir was für die Constellation klären. Okay, okay, aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara.
der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Na, da hat wohl einer wieder so ein Artefakt. Wer ist diese Moara? Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrutnummer 81 oder so. Gut, wir reden mit ihm. Wir können ihm sicher ein gutes Angebot machen. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Danke für deine Hilfe, John. Für Sarah tue ich alles. Die UC kümmern sich um ihre Leute, auch die verlorenen Kinder. Oh Mann. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Die Sarah ist ja auch nicht in der UC. Hey, du warst mit Sarah hier. Willst du dich endlich verpflichten? In der Vanguard dienen? Kein Interesse. Schade. Aber Neuzugänge sind jederzeit willkommen, falls du doch irgendwann beitreten willst. Na, die Sarah, die ist ja auch nicht beigetreten. Also wird schon seine Gründe haben. So, jetzt muss ich dahin. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Und denn? Dann mal tschüss. Was heißt die Tschüss? Du klebst mir doch jetzt am Schuh. So, da muss ich jetzt schon wieder irgendwo anders hin. Hops. Abkürzung. Wähle ein Ziel aus. Raumhafen. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NAT wird mir immer noch übel. So, der Vasco folgt mir nicht mehr. Hallo. Hast du eigentlich noch was? Kann ich dienen? Nee, er hat nichts mehr bei sich. Gut. Ich erwarte hier die nächsten Befehle. Na, ich habe ja hier jetzt auch dieses Schiff. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, nur zu. Das Schiff hat ja hier einen Lagerraum von 730. Der ist allerdings jetzt im Moment nicht voll. Und da kann ich immer tauschen und das hier zu meinem Heimatschiff machen. Dann wird das ausgetauscht. So, dann haben wir diese Kiste. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein Gefahr... Thermoparasiten. Okay, kein Problem.
immer diese Thermoparasiten. Cydonia ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas direkt. Direkt. Na gut. Darf ich dich etwas Persönliches fragen? Ist mir recht. Was siehst du als deine Fachgebiete an? Abgesehen davon, dass ich seit 5 Jahren Vorsitzende der Constellation bin? Mal sehen. Ich habe ein Händchen für Astrodynamik. Kann die optimale Kurve für Graphsprünge berechnen. Das war immer wieder ziemlich hilfreich. Und was die Planetenerkundung angeht, mein Fachgebiet ist die Botanik. Also keine Sorge, ich lasse dich nichts essen, was dich ins Krankenhaus bringt. Na gut. Hast du noch andere Hobbys? Die Erkundung ist mein Leben. Gleichzeitig Beruf und Steckenpferd. Aber ich mache dir ein Geständnis. Du musst das aber für dich behalten. Einverstanden? Zu Schulzeiten war ich in einer Band. Und zwar nicht in einer Schulband, sondern in einer Rockband. Wir hießen Ironic Comet. Lächerlicher Name, ich weiß schon. Aber wir waren Teenager und wollten einfach ein bisschen Spaß haben. Und bevor du fragst, nein, ich war nicht die Sängerin. Ich saß am Schlagzeug. Es ist natürlich nie was aus der Band geworden, aber es war eine schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Na, fein. Ciao. Das Einzige, was mir an diesem Schiff nicht so gefällt, das ist, dass der Einstieg hinten liegt. Nochmal hier auf einem Schiff, dass man hier ums halbe Schiff rumlaufen muss, um da reinzukommen. Gemacht. Was jetzt? Das habe ich ja hier gekapert. Da war hier auch einiges drin. Was ich hier vermisse in dem Schiff, das ist diese Ablage für Medipacks und so, was ich in der Nova habe. Das Essen ist alles weg. Oh, das ist ja gemein. Hier war nämlich jede Menge Essen gelagert. Als ich das Schiff an mich genommen habe, war hier jede Menge Essen drin. Das ist ja fies. Und dann haben wir hier Sitzplätze. Die Kisten hatte ich gar ausgeleert ansonsten. Hier geht es dann nochmal raus, wenn man irgendwo andockt. Und da geht's ins Cockpit. Und dann haben wir hier den Spind vom Captain. Und hier haben wir diese Sachen. Ach, das hat er ja alles hier reingelegt. Jetzt die Superfoods und so weiter. Ah ja. Das ist jetzt alles hier drin. Ja, ich habe hier noch eine modifizierte Mahlstrom drin. Es ist halt nur wenig Lagerraum. 200 ist ein bisschen dürftig. Ja, habe hier noch eine bequeme Kleidung dabei, falls man sich umziehen muss. Und hier hat er, wichtig sind hier die Schiffsteile, die hatte ich im anderen Schiff. Die sind jetzt übertragen worden in dieses Schiff zum Reparieren der Hülle. Und hier hat er diese ganzen Essen eingelagert und das Trinken. Pilz und so weiter. Ja, Ressourcen hatte ich jetzt auch noch hier drin. Und Notizblock und diesen ganzen Krempel, der da im Schiff rumsteht. Das hat er jetzt alles hier reingelagert, was normalerweise an dem Schiff da rumsteht. Das ist natürlich nicht toll,
Weil da hat er mir jetzt hier schon wieder die Masse da zugemüllt, die eh nur 200 ist. Ist nicht begeisternd. Jetzt will ich nur noch mal gucken, wo ist denn das? Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Skillpunkte habe ich im Moment keine, die sind alle vergeben. Hier kann ich auch noch in den Frachtraum reinschauen. Crew, genau. Crew wollte ich nicht zugewiesen, unbekannter Ort. Die hat hier Astrodynamik, Laser, Führung und Botanik, hat sie erzählt, als Skills. Und der Vasco, er ist dem Schiff zugewiesen. Die kann ich jetzt auch dem Schiff zuweisen, die Sarah. So, dann ist die jetzt auch als Schiffscrew zugewiesen. Außenposten habe ich noch keine, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ich bin im Moment ja nur am Rumforschen und Schauen. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt nach Sol fliegen. Sol Mars. Sprung. Auf geht's. Ins nächste Achtung, Abenteuer. Du kämpfst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Erledigt. Viel Spaß in Cydonia. Da ist Cydonia. Mars Launchpad. Frage in Cydonia nach Moara. Stelle sauber. Dann mal runter. Gelandet. Mars? Du bringst mich immer an die schönsten Orte. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Du nervst. Guck doch, die hat tatsächlich... Die hat tatsächlich was an. Anzugintegrität. Was ist denn da los? Was habe ich denn davon für ein Problem? Ich hab doch Anzug. Guten Tag. Was ist denn das für ein Mist? Kein Rucksack. Und jetzt ist er wieder in normalen Klamotten. Aber ist das, was ich ihr gegeben habe? Das ist nicht das, was ich ihr gegeben habe. Wohin das alles wohl führt? Falls ich was für dich tragen soll, nur zu. Diese Kartusche hatte sie immer dabei. Na gut, die hat jetzt diesen Anzug. Aber... Die hat was anderes an. Ja. Sie hat da an der Seite so ein Emblem. Sie trägt uns so da einen Anzug. Bis nachher. So, und was ist mit mir? Was ist mit meiner Gesundheit? Ich hatte doch alles an, hey. Nichts ausgerüstet, Rucksäcke. Ah, ich habe vergessen, den Rucksack auszurüsten. Der muss auch noch drauf. Den Helm habe ich ausgerüstet, okay. Hier habe ich noch einen weiteren Helm zum Tauschen, der hier gute Werte hat. Weniger Sauerstoffverbrauch, bessere Luftresistenz und eine Chance, 5% Angreifer in der Nähe zu entwaffnen. Das ist cool.
Jetzt hat meine Gesundheit gelitten. Dann muss ich schon wieder ein Medipack zu mir nehmen. So. Kann ich jetzt raus? Unbeschadet. Also ohne Rucksack geht da nichts. Grüße, Captain. Captain, Grüße. Dass er hier warten soll, kann ich ihm dann das nicht sagen. Dann auf Wiedersehen. Einen netten Helm hat sie an. Ja, die hat daneben so ein Emblem auf der Schulter, dann hat die doch einen Anzug jetzt. Ich hatte so viele Videos gesehen, wo die immer ohne Schutz da rumgeballert hat. So, das ist der Mars. Cydonia. Dann muss ich hier mal umschauen. Überblick gewinnen. Niedrige Schwerkraft. Als würde ich schweben. Da stehen zwei Raumschiffe. Die werden vielleicht gerade repariert. Oder erweitert. Da steht noch eins. Das ist wieder so eine Nova. Die kann man dann stehlen. Ich muss ja nicht durchrasen durch diese Geschichte. Mal gucken, ob ich das Schiff klauen kann. Das wird mich jetzt mal interessieren. Das ist noch eine Nova. Freestar, das kann unzugänglich. Ah ja, unzugänglich. Wenn man rennt und dann so drei Schritte rennt und dann wieder springt, dann baut sich das der Sauerstoff wieder auf. Hier ist kein Eingang. Ja, an denen wird rumgebastelt offensichtlich. Schiffen. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Schiffswartungstechniker. Wie kann ich dir helfen? Ah ja, hier kann man so auch wieder das Schiff modifizieren. Na schön. Beziehungsweise ich könnte mein Schiff wieder tauschen. Das heißt, ich kann an der Stelle hier auch wieder die zum Heimatschiff machen. Das Heimatschiff anlegen. Das mache ich jetzt auch. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Ich habe auch bessere Waffen. Schlechteres Schild. Ah, bessere Waffen. Immer eine Kiste. Na, da haben sie sich hier richtig Mühe gegeben mit diesen ganzen Bauten hier. Und da ist es schade, wenn man sich das nicht mal anschaut. Ganzen Krempel und da einfach da reinflitzt und unbedingt die Mission da erledigen will. Man kann sich da auch ein bisschen Zeit lassen, dafür ist das ja auch da. Und da ist jetzt die Nova wieder. Was für eine wunderbare Aussicht auf dem Marshimmel. Es wundert mich,
Wundert mich, dass es in dieser Stadt so ein Fleckchen gibt. Und da habe ich hier jede Menge Zeug schon reingelegt und hier habe ich 2 Medipacks. Wir drauf los. Das sind diese Sachen, die dann hier Teller und Schlagschraube, die dann eben, wenn man das Schiff tauscht, dann übertragen werden irgendwie. Der ganze Kram landet dann irgendwo im Inventar. Hier hatte ich allerdings Superfood drin. Guck an, die ist hier drin gelandet. Die Superfood jetzt. Das ist sehr schön. Ja, und hier habe ich diese ganze anderen Sachen. Das habe ich jetzt alles schon doppelt. Ich hatte ja schon ein anderes Schiff geklaut. Da war das auch alles drin, dieses Superfood. Ich habe schon ein anderes Schiff gestohlen. Das habe ich aber dann eben, nachdem ich es registriert hatte, das muss man zuerst machen, habe ich es dann gleich wieder verkauft. Und da ist hier auch dieser ganze Kram da noch drin. Und diese modifizierte Mahlstrom habe ich da auch noch dabei. Schwebender Schreibtischplanet. Das braucht man natürlich nicht. Und noch die Bremer. Ja. Mir ist das eigentlich auch lieber, die Nova. Die hat jetzt viel mehr Laderaum. Die hat zwar nicht so eine hohe Sprungweite, aber ich denke, die braucht man auch nicht unbedingt. Die hat viel mehr Laderaum. Die habe ich ja mit einem größeren Laderaum ausgestattet. Und außerdem haben wir dann hier auch einen leichteren Ein- und Ausstieg. Da ist der eben hier an der Front und nicht hinten. Wie kann ich Ihnen dienen? Wo man da das ganze Schiff rumlaufen muss. Muss ja nicht sein. So, wir sollen da irgendwie rein. Gibt es hier auch so einen Schiffsingenieur. Ist ja nicht verkehrt. Meine Gesundheit, die geht mir schon wieder auf die Nerven. Ich will aber nicht dauernd irgendwelche Medipacks benutzen. Nahrungskit. So, und das Battle Meal. Komm, das esse ich auch, dann ist das weg. Ich habe übrigens 213 Tragekapazität jetzt. Das liegt an meinem Anzug. Der hat nämlich hier plus 40 Tragekapazität. Den habe ich da auf meinen Reisen, die ich jetzt bisher unternommen habe, habe ich den auch wieder irgendwo gefunden. Was weiß ich wo. Weiß nicht mehr genau wo. So, dann gehen wir mal da rein. Saldonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Zentraler Knotenpunkt. So, da wären wir. Das Büro des Gouverneurs auf der Hauptinsel liegt, heißt noch lange nicht, dass es da sicher ist. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir geblecht haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Es hieß, hier gibt es Jobs. Hey, ich verstehe euch, aber wir haben gerade die letzten Jobs, kein Job. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge. Kopfgeldbegleichung. Ah ja. Und ein Mission Board, Auftragsbörse. Gibt es hier auch ein Mission Board? Guck an. 4 Mikrodrohnen. Mhm. Queroland. Wir können nicht fast 2 Monate auf einen unsicheren Job warten. Hey, so, da gibt es hier Millionen. Und das hier ist eine Kneipe. Oder so. Ja, da müsste man hier mit diesem Herrn da reden. Wie kann ich dir helfen? Ja, kaltes Bier und eine gute Atmosphäre. Ich möchte einer Crew beitreten. Hast du Platz? Was kostet mich das? Ich verlange nur den gängigen Preis. Der ist 6000 Credits. So viel zahle ich nicht. Dann arbeite ich nicht für dich.
Ganz einfach. So. So kommt man zu einer Crew. Geht aus Glück. Und was ist mit dir, Jack? Ich suche einen Mangas. Naja, ich will erstmal was trinken. Was willst du haben? Biertini. Wieso ist das viel zu teuer? Ich habe jetzt wieder 1200 Credits gerade. Nee, du bist mir zu teuer. Ich suche einen Vanguard namens Moara. Der war lange nicht hier. Ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Oh. Wenn du seine Patrouillenroute kennst, können wir ihn aufspüren? Ah, ja. Von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also. Ich zahle seinen Deckel? Nee. Überzeugen? Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Überzeugen. Überzeugen. Ich kann jetzt nicht in meinen... Jetzt nicht den Morgen. Wiedersehen. Überzeugen. Habe ich irgendwas zum Überzeugen? Nee. Es gibt ja da auch Wein. Wenn man den trinkt, kann man besser überzeugen. Aber leider habe ich jetzt keinen Wein dabei. Nee. Den habe ich, glaube ich, verkauft. Hey. Was ist denn das hier? So, reden wir noch mal über Moara. Wenn du seinen Deckel zahlst, sag ich dir, was ich weiß. Okay, 1000 Credits, ich hab grad 1200. Hier ist dein Geld. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ist doch alles da? Okay, reden wir. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt, Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Begib dich zur Venus. Begib dich zur Venus. Die Bürgerin. Was ist das? Schickes Kleid. Schön bunt. Bin ziemlich beschäftigt. Die geht auch rückwärts. Ja? Hey, schön dich zu sehen. Der Phil Hill. Verzeihung? Den habe ich schon in anderen Videos gesehen. Der zahlt dann Geld für... Der zahlt dann Geld für Forschungsergebnisse. Was für ein Tag. Von Planetenscans. Pardon? Das ist eine Französin. Der kann ich mich nicht unterhalten. Ja, bevor wir abreisen, dann schauen wir doch uns hier nochmal also, Cydonia an. Was kann ich für dich tun?
Arbeitsrobot. Mitnehmen kann man hier ja nichts. Sonst geht's ins Gefängnis. Hier auf Cydonia. Sie rennt. Sie muss nicht mehr nachrennen. Bei New Sea Exchange kann man sehr gut Waffen einkaufen. Aber behalte sie bitte immer im Halfter, klar? Nett, nett. Die Vorstellung, hier unten eingezwängt. Wohndistrikt. Ein interessanter Wohndistrikt hier. Es sieht nicht so wohnlich aus, wenn man hier reinkommt. So, da gibt es hier auch ein Wohndistrikt. Ja. Ich sag's dir, Kaffee ist mein Lebenselixier. Ohne Terra Brew würde ich den Tag nicht überstehen. Sehe ich auch so. Mit Fußball. Haben wir hier einen Aufenthaltsraum? Es gibt auf dem Mars viele Geschichten und Filme über den Mond. Gibt's auch noch mal eine kleine Bar. Kein Wunder, dass keiner mehr die Religion ernst. Arbeitsroboter. Tür. Unglaublich, dass wir immer noch riesige Mineralienvorkommen aus der Erde holen. Der Schaumstoffbecher ist nicht rot. Schau da an. Den könnte ich mitnehmen. Das wiederum ist rot. Meinung. Oh. Das ist so ein Zettel, den ich gemeint hatte schon vor einigen Videos vorher. Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeuggriff dauerhaft um 2%. Solche Sachen sind hochinteressant. Das kann man dann auch einfach so nehmen, das wiegt nichts. Solche Zettel, die muss man, nach denen sollte man auch schauen, weil die bringen zusätzliche Skills. Der Mars ist sehr reich an Ressourcen. Es gibt also immer mehr. Ja, ich habe den Spieler für ein paar gesehen. Man kann in den Minen hier auf dem Mars richtig gutes Geld verdienen. Credits und Dietrich. Nun ja. Alle Knotenpunkte, da kann man direkt wieder hingehen. Ah ja. Direkt zum zentralen Knotenpunkt. Bin ich jetzt hierher gekommen? Da wird auch gearbeitet. Und hier sprengen die andauernd. Schon wieder. Nun die letzte subterrane Teilchendetonation des Tages. Bitte lose Gegenstände sichern, selbst Halt suchen oder sitzen bleiben, sollte es zu unvorhergesehenen Beben kommen. Detonation in 5, 4, 3, 2, 1. Ständig diese Detonation. Teilchendetonation abgeschlossen. Normale Aktivität kann fortgesetzt werden. Was liegt hier? Eisen. Ich kann mir nicht vorstellen, hier unten Steine sammeln zu müssen. Es gibt ein ganzes Universum zu erkunden.
Das stimmt allerdings. Das funktioniert dann nur, wenn man so einen Mäzen hat, wie diesen CEO in der Loge. Ansonsten verdient man ja kein Geld. Und wird nicht bezahlt. Interessant, interessant. Ich dachte, wir wären auf Öl gestoßen, aber nur wieder ein Wasservorkommen. Auf Öl gestoßen. Sie sollen froh sein, wenn sie Wasser finden. Aufgebaut. So, Abkürzung. Hier gibt es hier nochmal einen riesen Lagerraum. Geht's rein. Hallo. Will nicht. Ebene wählen. Hauptebene. Ach, da geht's ja noch mal tiefer. Nun gut. Wieder zur Hauptebene. Da sind wir wieder. Mit dieser tollen Maske da. Ja, hier gäbe es auch einiges zu auskundschaften. Kann man so jetzt ein hier toller Anblick, wenn die gute alte Saul am Morgen im großen Fenster auftaucht. So. Nun denn. Dann fliegen wir mal weiter. Dunkel geworden. Scheiter. Tatsächlich dunkel geworden. Man muss natürlich auch nicht unbedingt ins Schiff steigen. Ja. Kann hier jederzeit eine komplette Schnellreise von überall aus veranstalten. So, zur Venus. Das ist die Erde, das ist der Merkur, das ist die Venus. Gib dich zur Venus. Ja, mit der Moment Schnellreise geht das dann direkt, sobald man da eben einen Punkt auf dem Planet oder Mond hat. Im Moment hat man keinen. Lieb anwerfen. Nun, da sind wir schon. Venus. Hallo, was haben wir denn hier? Was ist denn siehst das? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Nein, aber etwas anderes vielleicht.
Satellit beunruhigend nah an diesen Baronschiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Loks herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Na denn. Richtig. Minimale Energie. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. So, Schiffssystem herunterfahren. Bis auf einer der zwei Balken beim Antrieb. Maximal 500 Meter an die Barke. So, wir fahren alles runter. Den Graf lasse ich noch, damit man wegspringen kann. So, und dann schleichen wir uns hier an diese Barke da dran. Oh, große Schlange, segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Zollsystem ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Noch 4500 Meter. Meter. In der Zeit könnten wir mal die Venus scannen. So, haben wir das auch schon mal erledigt. Gleich mal die Venus gescannt. Langsam und gemütlich heranpirschen. Bisschen schneller, das aber gerne noch sein. So langsam wird's. Fünfhundert Meter haben wir gesagt. Hoffentlich ist noch nicht alles verloren.
davon. Das ist nicht gut. Die Erde und alles ringsherum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. So, da sollen wir dahin. Da sollen wir hin. Begib dich zur Nova Galactic Sternenwerft. Besuche die Landmarke London auf der Erde. Das hab's. Ach ja, genau, das ist auch nochmal. Dann noch eine Aktivität, das ist von dem Buch Oliver Twist, das ich da irgendwo gefunden hatte. Das hat mir eine Aktivität eingespielt. Ich soll das alte London besuchen. Das könnten wir eigentlich gleich miterledigen. Das ist dann hier unter Aktivitäten. Besuche die Landmarke London auf der Erde. Das nehmen wir dann erstmal gleich noch mit. Das ist da. Beginne Landezyklus. Hallo, Captain. Hallihallo. Die Landmarke soll ich besuchen. 300 Meter. Natürlich. Erde nicht gescannt hatte. Nee, kann ich das nicht scannen. Gut. Ziemlich verschneit hier. London Landmarke. Ort entdeckt. Es ist leider etwas dunkel. Man sieht nichts. London Schneekugel, Wert 195. So, dann haben wir das auch erledigt. Und das ist ein alter großer Turm, kaputter. Scannen. Wenn ich schon hier bin, dann erledigen wir da gleich solche Sachen mit, weil das gibt ja dann auch wieder ein paar Credits. Ah Mensch, wieder hoch. Dann müssen wir eben laufen. Dann laufen wir eben.
dieser Turm auch einen Eingang? Sonst macht so ein Bauwerk doch eigentlich gar keinen Sinn. Ist natürlich nicht schön, dass es jetzt gerade dunkel ist. Da irgendwie unterirdisch reinkommt, dass da noch irgendwo hier an der irgendwo in der Gegend hier so eine Höhle ist, wo man unterirdisch da reinkommt. Das kann ich mir vorstellen. Wäre zu untersuchen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt hier weiter. Ressourcen gibt es hier sonst keine mehr, wobei das Biom nicht zu Ende gescannt ist, sonst hätte ich da diese grüne Meldung mit dem Biom. Entfernt. Das gucken wir uns doch gerade noch an. Dann machen wir hier Sightseeing. Da war was Blaues. Chlorsilan. So, 3 von 5 Ressourcen. Es gibt ja auch immer wieder Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Meter. Ah ja, neues geophysikalisches Merkmal. Da gibt es noch was zu scannen. Na, Level 11, yeah. Und wieder ein Skillpunkt. Irgendwas auf dem Scanner? Besteht primär aus Eisen-Nickel-Legierung. Dieser Eisenspat wurde von einem fernen Planet Esimal abgestoßen. Ach was. Was ist das da? Meteorit. Aber da gibt es noch irgendwas zu scannen. Wie? Chlorsilan. Irgendetwas muss ich noch scannen. Da drüben?
hier nochmal. Yep, 100% gescannt. Sturmkrater. Jetzt habe ich allerdings keinen Cutter dabei, um Gewicht zu sparen. Sonst hätte ich da mal einen Cutter eingesetzt. Naja, gut. So, jetzt machen wir eine Schnellreise zurück zum Schiff. Und dann geht's jetzt. Ressourcen zeigen. Doch schon gescannt. Ja. Merkmal habe ich auch gefunden. Fauna keine, Flora keine. Okay, das passt. Das passt. Landeplatz erkundet. Ich muss allerdings jetzt dahin zur Sternenwerft. Da muss ich erst in den Orbit um den Mond. Da sind wir. Und da ist die Sternenwerft. Die Nova Galactic Sternenwerft. Hier wurden die... Mal sehen, ob Vanguard Mora in dieser Sternenwerft ist. Halt die Waffen griffbereit. Man weiß nie, wer hier sonst noch plündert. Ich habe ja immer alle Waffen griffbereit. 7 Stück. Ja, 7 Stück, sofort im Griff. So, wir können eigentlich hier auch unsere Sachen wieder hochfahren. So, das Schild. Dann habe ich einen auf dem Graf. Okay, das war's. Mehr geht nicht. Rufen. Das rauscht nur. Da kann man nicht rufen. Und jetzt andocken. Gut. Ab in die Luftschleuse und an Bord. Ab in die Luftschleuse. Captain an Deck. Captain an Deck. Die hat keinen Schutzanzug an. Sieh da. Das Captain, freut mich, Sie zu sehen. Die hat Credits. Die okay, nehmen wir doch gleich mit. Das ist nicht Vanguard Moara. Okay, das ist nicht der Moara. Da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch öfter Spacer Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Da habe ich 27 Schuss, das ist jetzt auch nicht die Welt. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Ja, hier habe ich schon mehr. Tür verriegelt. Entsperren Leerlink. Na, ja, das ist wieder was für ein Digi-Dietrich. Ich muss da nämlich auch die Skillpunkte, da habe ich Skillpunkte draufgelegt. Die muss ich da auch mal abarbeiten. Das ist es nicht. Das Teil passt da auch nicht. Das ist wieder eine Kombination aus zwei verschiedenen. Der hier passt auch nicht. Der würde allerdings da drüben dann passen. Auf den zweiten, ja, genau. Okay, also wir müssen hier erstmal zwei reinpacken. Ich würde mal sagen, der da.
Passt. So, jetzt diesen da. Der passt da nicht. Man kann hier auch einen automatischen Platz wählen mit der Taste B. Am Anfang allerdings nur. Also das sind auch wieder zwei. Das könnte da passen. Und dann hätten wir nochmal so ein Zweier. Jupp. Erledigt. Irgendwas von Belang? Aber wie? Credit Sticks. Kaliber 43 Ultra Magazin. Urban Eagle. Auch nicht schlecht. Ordner. Das hat sich schon mal rentiert. Da gab es eine geile Pistole schon mal. So, was haben wir hier? Thermos, Tablettenfläschchen, Notizblock. Ja. Spind leer. Munitionskoffer. Können wir gleich gebrauchen. Und wie? So, Sukkulente. Was auch immer das ist. Das Schlimme ist, dass diese NPCs einem immer im Weg stehen. So, Schrapnellgranate und Inferno-Mine. Und Medipack. Amp und Medipack. Sehr schön. So gefällt mir das. Feuerlöscher zum Verkaufen. Globus zum Verkaufen. Da liegt eine. Helm. Kampfmesser. Guck nach Waffen oder Munition. Schreibtisch, Kugel, Spielzeug. Und noch eine Mütze. Nova. Da ein Digi-Dietrich. Den habe ich ja gerade verbraucht. Jetzt habe ich wieder einen neuen gekriegt. Das ist schön. Ordner und da. Erde, Brau, Light. Erdebräu. Mhm. Da ist noch was. Ventilator kann man auch verkaufen. Da staunst du. Ja, schaut so. So, das ist nichts. Hydraulikklammer ist nichts Vernünftiges. Was haben wir hier noch? Klebeband, Flachzange. Da oben ist noch was drauf. Ein Teppichmesser. Und da ist ein Hammer. Das braucht kein Mensch. Geht's weiter. Ja, muss ich wieder ausschalten. Zum Aufmachen. Da ist wieder ein Digi-Dietrich drehen. Wir müssen immer den Scanner ausmachen. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Ordner, Schere, Notizen, Notizbuch, Ordner, Fluganzug, Wartung, plus 2. Und 2 Regeneration. Digi-Dietrich. Mütze. Ja, die schenke ich der Server. Schaumstoffbecher, Stift, Drahtspule braucht man nicht. Der nächste spinnt. Schreibt nicht Assistent. Stift. Sünde-Schaumbehälter. Da ist nichts. Schreibtisch-Organizer. Sportflasche. Regeneriert 5 Gesundheit. Was zu essen. Eine Wasserwaage. Thermos. Sieht leicht auch immer mal was. Deswegen ist der Scanner gut. So, hier hätten wir alles soweit geklärt. Licht aus, Scanner aus.
Was ist denn das für eine komische Waffe, die ich hier dabei habe? Hä? Wer hat denn die mir gegeben? Waffen? Ach, das ist die Grendel. Ach ja, genau, die Grendel ist das. Da habe ich ja so viel Munition dafür. Weil bei den anderen, da ist es mit der Munition ein bisschen schlecht. Die Grendel hat allerdings wenig Durchschlagskraft. Da sieht es da mit dieser modifizierten Mahlstrom schon besser aus. Da habe ich 115 Schuss. Da habe ich gerade mal 9 Schuss jetzt. Urban Eagle. Ist die besser als die Livingston? Ja, tatsächlich. Magazin 15, Magazin 7. Gut, die hat ein kleineres Magazin, aber macht höheren Schaden. So ein 15er Magazin macht natürlich auch schon was her. Und da haben wir ein Kampfmesser. Und ich habe ja die ganze Zeit schon dieses Entermesser irgendwo aufgesammelt. 370 Schuss. Wobei die Frage ist, ob ich vielleicht mit Entermesser kämpfe. Nee, aber mit der da. Da habe ich keinen Schuss mit Helle Pfingsten. Schuss. Na gut, bleiben wir erstmal bei der Grendel. Ru ist an Bord. Bereit zum Abflug. Das ist eine Sternenbasis, Mädel. Die fliegt nicht ab. Liegt schon wieder eine. Sehr schön. Hydraulikklamme. Ich kann ja unglaublich viel tragen jetzt mit diesem Anzug. Man liegt dann in der Ecke. Anzug Sternenvagabund und ein Ripshank. Tiefminen und Ripshank. Das nehmen wir mit. Den Becher da nicht. Auch keinen Becher. Checken hier. Drahtspule, nee, ne? Die hatte ich schon übersehen. Es hätte auch was anderes sein können als nur die Drahtspule. Teppichmesser braucht man nicht. Was zum Essen? Ging es rein. Ein Spacer. Der hat einen Spacer gesprochen. Also hier sind Spacer. Ah ja, da. Da sind sie. Dann looten wir gerade noch diesen netten Herren hier. Credits, Digitiertisch und ein Rucksack. Navigator-Rucksack. Dann schauen wir hier noch rein. Hier ist zugeschlossen. Aus der Waage. Klebeband. Oh, das wirst du bereuen. So, wir machen mal eine Schnellspeicherung. Zu
mir. Die hat zwar böse für dich ihre Schussgeschwindigkeit. Aber leider geht dann die Munition auch noch irrsinnig schnell weg. Von Ekliptik. Warum? Die Söldner sind sich doch zu gut dafür, eine Sternenwärme zu bewerten. Da kommt auch noch eine von hinten. Ich glaube das heute nicht. Heute ist der falsche Tag, um ihn zu merken. Er hat sich selbst gesprengt. Wow. Credits hat er dabei. Ekliptik-Helm. Und Kraken. Hier ist Öl ausgelaufen. Da kann man drauf ausrutschen. Vielleicht ist er auch drauf ausgerutscht. Ei, ei, ei. Dann kommt da auch noch eine von hinten angedonnert. Ist nicht zu fassen. Hier liegt wieder eine. Wie sieht es denn mit meinem Gewicht aus? 205. Gehen wir erstmal hier durch. Vielleicht finden wir noch weitere Munition für meine Malstrom. Rotwein-Trinkpack. Dunkles Lager. Milch. Milch ist jetzt mal nicht so doll. Spielmatte mit Symbolen, Nahrungskit. Leere Bierflasche. Versiegelte Behälter. Kaffeepackung, her damit. Ach, hier geht's ja noch weiter. Das ist ja Wahnsinn. Ei, das ist ja irre hier. Mann. Suppenzwiebeln. Eine Kartoffel. Da kann ich ja jetzt gleich meine Gesundheit boosten. Ist da leider nichts drin. Kein Medipack drin. Ist was da unten? Hebeband. Rot. Küche. Vorratsregal ohne Vorräte. Geht nicht auf. Geht nur der eine auf. Zwiebel und Salat. Truthahn. Im Kühler. So, jetzt können wir uns hier mal boosten. Mit dem ganzen Kram. So, regeneriert 3 Gesundheit. Das kann ich essen. Das kann ich essen. Dunkles Lager brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kartoffel. Essen wir. Milch trinken wir. Nahrungskit nehmen wir. Überzeugen Chance. Das ist das, was ich gesucht hatte zum Überzeugen. 3 Gesundheit, 2 Gesundheit, 5 Gesundheit, 2 Gesundheit. So, da wird die Gesundheit ein bisschen erhöht.
das Herz Plus lege ich mal hier auf die 2. 200 Schadensresistenz für 2 Minuten. Könnten wir gebrauchen. Wenn es jetzt weitergeht mit Kämpfen. Wenn ich hier durch bin. Essenspack. Tablettdeckel. Stahlgabel. Toast. Eine Scheibe Toast. Und Credits. Superfood. Regeneriert 10 Gesundheit. Behälter mit Müsli. 5 Gesundheit. Chardonnay. Überzeugungschance. Erlin Cherry. Jackie. Nochmal Chardonnay mit Überzeugungschance. Also wenn man betrunken ist, kann man Leute besser überzeugen. Das ist auch gut. Also immer erst einen trinken, wenn man jemanden überzeugen muss. Yeah. Wieso ist die Markierung da? Immer noch nicht den ganzen Raum durch. Teller. Tablett. Essen. Würziger Essen. Würziges Essen. Tablett. Chunks Rind. Na komm, Chunks Rind. Pale Ale. So, okay, ich denke mal, hier bin ich jetzt durch diesen Riesenraum durch. Halt, da fehlt noch was. Orange. Und hier Sandwich. Terra Brew Macchiato. Milk. Milk Stout. Gut. An der Stelle würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Ich mache dann hier im nächsten Video weiter. Das ist jetzt ein Cliffhanger. Aber das Video ist schon wieder lang genug. Und von daher danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Video.